Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar mit mir, dem Darth Kylo LP. Und ja, wir spielen heute mal wieder Hogwarts Mystery, genau. Und ja, da würde ich sagen, starten wir direkt rein, machen das groß, weil dann sieht es besser aus und schöner und geiler und keine Ahnung was. Und wir müssen jetzt erstmal unsere Tierwesen füttern. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Ich habe, hier ist irgendwie ein Fleck oder so, keine Ahnung. Genau, wir füttern und pflegen den erstmal. Unseren Boatruckle. Ich war jetzt irgendwie sehr, sehr lange, habe ich nicht aufgenommen, weil ich irgendwie keinen Bock drauf hatte. Keine Ahnung. Frag mich nicht wieso, aber ist so. Genau. Und deshalb als Scheu, okay. Das müssen wir auf jeden Fall ändern. Genau. So. Dann haben wir das schon mal gemacht. Wir haben noch 13 Tage Zeit. Oh, ich hätte gerne das rote Buch da. Dann will ich aber ganz gerne auch noch die anderen Tierwesen füttern. Weil die brauchen nämlich auch alle was zu futtern. Und die haben irgendwie seit einem Monat oder so nichts mitbekommen. Und das ist sehr scheiße. Genau, weil die brauchen ja auch was. Was nehme ich denn da? Nehme ich das da? So, dann die Fee. Auch Futter. Das Gute ist, man bekommt ja dafür auch immer genau halt neue Sachen. Ja, die Diamanten, die spielen bei uns jetzt aktuell keine so große Rolle. Genau. Boah, Leute, ne? Es ist irgendwie in letzter Zeit so richtig, richtig heiß geworden. Ich weiß nicht, was los ist, aber mein Zimmer war im April. In dem fucking April war der schon auf Level 26. Genau, okay. Gut, jetzt haben wir alle Tiere gefüttert. Dann können wir da nochmal gucken, welches Tier wir da hinschicken. Ja, 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 hervorragend, hervorragend. Ein pferdartiges Geschöpf, okay. Ein starkes oder ein harmloses, um etwas Code für Forschungszwecke zu spenden. Nee, 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 da würde ich ihn, nee. Ja, das passt schon, passt schon. 8 Stunden dauert das und dann würde ich sagen, gucken wir mal in unsere Aufgaben rein. Das haben wir geschafft. Da bekommen wir auch ein rotes Buch. Brauchen 3 Hauspunkte und 7 Sterne in beliebigen Tätigkeiten. Da müssen wir Hagrid treffen. Treffen. Wie sage ich immer treffen? Das ist total dumm. Boatruckles ansehen. Das können wir auch machen. Das müssen wir freischalten. Da müssen wir eine Katze kaufen. Da müssen wir Duelle machen und Bill mit auf 3 Dingsen. Da brauche ich noch 2 Freundschaftsspiele. Und ja. Ich würde sagen, wir treffen erstmal Rosmerta, weil danach kommen bestimmt irgendwelche Zeitaufgaben oder sowas. Keine Ahnung. Genau. Dafür gehen wir erstmal in die Großhalle, würde ich sagen. Nee, ins Butterbier rein. Nee, warte, was? Hagrid ist auch da. Wer ist noch da? Das Feuer ist auf jeden Fall auch da. Nice. Wie immer. Eigentlich, man könnte dieses Spiel auch ohne Tastatur spielen. Also wirklich. Ja, dann gehen wir mal hin. Hallöchen, Rosmerta. Willkommen zurück. Hast du alles gefunden, was ich dir aufgetragen habe? Mir fällt gerade was ein. So wäre es, glaube ich, besser, oder? Schreib das gerne mal unten in den Kommentar, ob das so besser ist als mit diesem Umrahmending. Hier bin ich, Madame Rosmerta. Vielen Dank, Darthy. Bin gleich wieder da. Die neue Butterbeersorte kommt sofort. Sehr cool. Okay, wir probieren ein neues extra süßes Butterbier mit extra viel Alkohol aus. Die erste Kostprobe ist aufs Haus. Sehr cool. Alle im Butterbier. Hurra. Okay, ja, supidupi, betrinken und ex und top. Ja, okay, diesen Bart, den muss man dann auch nicht mehr irgendwie dazu irgendwas sagen. Ne? Der sieht sehr weird aus. Okay, ihm schmeckt's.
Ihm auch? Ja, schmeckt allen, würde ich sagen. Ross, dieses Mal hast du dich selbst übertroffen. Ich habe ein neues Lieblingsgetränk gefunden. Du warst eine riesige Hilfe, Dathi. Ich werde Professor Dumbledore empfehlen, Gryffindor mit Hauspunkten zu belohnen. Sehr cool. Dachte ich mir schon, dass es sich lohnen würde, ne? Und nun zum wahren Grund ihres Besuches. Hier, bitteschön. Es hat etwas gedauert, aber ich habe den schwarzen Federkiel deines Bruders gefunden. Ich hoffe, das funktioniert. Reparifatsch und bäm, bum, bum, bim, bum, bam. Reparifatsch. Ui, ein Buch. Das ist bestimmt das Notizbuch meines Bruders, mit allem, was er über die verwunschenen Verliese erfahren hat. Ich frage mich, was darin steht. Oh nee, nicht der Typi. Ich denke nicht, dass sie das in Kurz herausfinden werden, was? Dieses Notizbuch, das nehme ich ihnen jetzt weg. Mr. Filch, dieses Notizbuch gehört mir. Jetzt nicht mehr. Ich werde es zu meiner Sammlung verbotener Gegenstände in mein Büro hinzufügen. Und Gegenstände, Herr Filch, oder Mr. Filch, schreibt man mit einem N bei Stände. Ihr, ein N zu viel. Boah, Hogwarts Mystery hier. Mal wieder, ne? Anweisung von Professor Snape. Alles, was mit den verwunschenen Verliesen zu tun hat, wird von den Schülern ferngehalten. Aus Sicherheitsgründen, versteht sich. Boah, ey. Der fuckt mich so ab, ey, ne? Euch bestimmt auch. Es tut mir leid, Dathi. Sie haben viel Arbeit geleistet, um das Notizbuch in die Hände zu bekommen. Und jetzt muss ich mir überlegen, wie ich es von Filch zurückbekomme. Ja, das bekommen wir, denke ich, auch hin. Einsammeln. Filchs Eigentum. Kapitel 4. Der schwarze Federkiel war Jacobs Notizbuch. Aber jetzt sind die Geheimnisse deines Bruders in den Händen von Argus Filch, dem Hausmeister von Hogwarts. Du musst das Notizbuch um jeden Preis wieder beschaffen. Okay. Zeitaufgabe? Nee, mit Tonks sprechen. Du scheinst eine unangenehme Begegnung mit Mr. Filch gehabt zu haben. Vielleicht kann ich dir helfen. Warte bis zum Kräuterkundeunterricht. Ich möchte dir etwas Interessantes im Reservat für magische Geschöpfe zeigen. Okay, Hagrid, was willst du mir denn so unbedingt zeigen? Wir müssen erstmal Beziehungslevel 4 haben mit ihm. Und er will uns eine Chimera oder was das ist, zeigen. Okay, Depulso ist geil und Stinksaft. Können wir sogar direkt losstarten. Aber da ich jetzt schon mal direkt weiß, dass Zeitaufgaben kommen werden. Und. Haben wir noch Zeit? Ja, haben wir. Gut. Sprechen wir erstmal mit Tongs, weil danach wird safe eine Zeitaufgabe kommen. Sehr, sehr cool. Okay. Nimm. Mit Tongs sprechen. Warte mal, mit Tongs sprechen. Hä, bin ich da jetzt drin? Hä? Wartet mal, Lord. Ah, warte mal. Kann ich so machen und einmal so machen. Warum ist das und da... Hä? Egal, mit Tongs sprechen, das... Leute, das muss man, glaube ich, gerade überhaupt nicht verstehen. Ist Tongs überhaupt hier? Ja, dort. Okay, was sagt er? Mein Freund meinte, dass Irwig den allen vier Gemeinschaftsräumen gesichtet wurden. Was ist hier los? Genau. Was ist denn mit Carsten los? Carsten! Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus. Dathi, was ist los? Ja, keine Ahnung, was los ist, ne? Stimmt es, dass du manchmal in den drei Besen arbeitest? Joa, gelegentlich, würde ich sagen, ne? Heute lernen sie, die Fangzähne von vampirischen Gewächsen zu entfernen. Okay. Halten sie ihre Gärtnersachen und ihre zahnmedizinischen Geräte dabei. Hey, Dathi, bist du in Ordnung?
Ich habe gesehen, wie Filch aus den drei Besen stürmte und du kamst danach und sahst aus, als hätte jemand deinen letzten Schokofrosch gestohlen. Meine lieben Schüler, ich möchte heute im Unterricht keine Stichverletzungen sehen. Nö, nö, alles okay, alles supidubi. Es ist okay, Tongs. Wir können nach Kräuterkunde reden. Okay, für Stinksaft? Egal, wir machen das jetzt einfach mal und gucken mal, was dann danach so ist. Die Erklärungen. Genau. Sehen Sie genau hin. Ich werde Ihnen die erforderliche Gewächshausetikette beibringen. Okay. Grün brauchen wir auf jeden Fall, oder? Es war doch grün, oder? Ja, eindeutig grün. Und danach gelb und danach pink. Pink würde ich sowieso nicht so oft anklicken, weil ich pink nicht mag. Aber ja. Gut, dann machen wir das doch schnell. Oh, schon ein Stern für dich. Geil. Ja, nehme ich natürlich das, nehme ich dann. Haben Sie zugehört? Sehen wir mal, ob Sie die Antwort darauf kennen. Antworten? Woran erkennt man, dass Alraunen erwachsen sind? Ihre Blätter wechseln die Farbe. Sie bekommen Akne. Sie steigen in die Töpfe anderer Pflanzen. Boah, Leute. Das ist schwierig. Vielleicht die wechseln die Farbe? Nicht? Sie steigen in die Töpfe anderer Pflanzen? Ernsthaft? Ernsthaft jetzt? Die steigen, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung was, eine Blume habe und daneben eine Alraune. Steigt die in meine Blume rein oder wie? Das ist krass. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Seien Sie beim Einpflanzen vorsichtig. Und nun los. Ja, aber das ist mal mega krass, dass die Alraune einfach, wenn sie ausgewachsen ist, in andere Töpfe reinsteigt. Yo, what the fuck, Alter? Was nehme ich denn da? Das da. Das ist echt krass. Passt sie beim Untopfen gut auf. Viel Glück. Ding. Hervorragend. Perfecto, Mecto. Gut. Wie viel Uhr haben wir es eigentlich? 12:54 Uhr. Gut, dann kann ich nur noch diese eine Folge aufnehmen, weil danach gibt es Mittagessen. Es gibt Milchreis, glaube ich. Genau. Sie müssen stets auf die Bedürfnisse ihrer Pflanzen achten. Schauen Sie genau hin und achten Sie darauf, ob Sie etwas erkennen können. Bläh. Natürlich. Dann ballern wir einfach mal hier durch, ne, würde ich mal sagen. Und dann haben wir den dritten Stern auch noch. Und dann nehmen wir Empathie am besten, genau. Sie müssen sich konzentrieren, um herauszufinden, was ihre Pflanze braucht. Konzentrieren. Bam. Nicht ganz die goldene Mitte, aber ja. Haben wir auf jeden Fall geschafft. Nein, mein Kopf ist gerade nicht kaputt gegangen. Kurz Stromschlag in meinem Kopf bekommen. Sobald Ihr Wachstumsdrang fertig ist, probieren Sie ihn bitte an der Pflanze aus. Okay. Jabadabadup. Die Spinne beknackte im Kopf. Also, war ich vielleicht davor auch schon ein bisschen, aber ja. Ich muss diesen Zaubertrank auf meine Pflanze gießen. Mal sehen, was passiert. Ja, die wird wachsen. So, das fallen zu lassen ist auf jeden Fall auch total schwierig, ne? Das kriegen nur 6 Klässler hin. Okidoki, Leute. Oh, in meinem Zimmer hat es einfach schon 24 Grad und es ist gerade mal 12.56 Uhr. Und 12.15 Uhr, glaube ich. Gibt's Mittag. Warum habe ich jetzt so ein schwarzes Bild hier? Hallo? Ah, jetzt. Keine Ahnung, was das da gerade war. Warum ich da einfach gerade so ein schwarzes Bild hatte. Aber ja,
Das haben wir auf jeden Fall geschafft. Wir haben noch 310 Punkte. Dann nehmen wir das da. Keine Ahnung, wie das nochmal hieß. Sehen Sie sich jede Bewegung genau an. Sie müssen es genauso machen wie ich. Boah, Junge. Drei Wörter hintereinander mit S auszusprechen ist total schwierig. Leute, kurz sprechen verlernt. Ich muss heute Abend noch streamen, aber ja. Ja, schaut da auf jeden Fall auch gerne bei meinem Twitch-Account vorbei. Der Link müsste unten in der Beschreibung stehen. Genau, 5 Hauspunkte, das ist sehr, sehr cool. So, was ist in den drei Besen passiert? Ich habe das Notizbuch meines Bruders gefunden. Darin hat er, glaube ich, all seine Nachforschungen über die verwunschenen Verliese notiert. Filch hat es mir regelrecht aus der Hand gerissen. Ich muss es zurückholen. Filch lagert alle Dinge, die er beschlagnahmt, in seinem Büro. Ich bräuchte 47 Finger, um alles aufzuzählen, was er von mir hat. Also hat sie 47 Sachen geklaut. Okay. Ich muss Filch aus seinem Büro vertreiben, damit du Zeit hast, nach dem Notizbuch zu suchen. Bill. Wie erschrecke ich jemanden, der selbst erschreckend ist? Ich bin mir sicher, dass wir etwas bei Zonkos Scherzartikelladen finden werden. Das funktioniert. Lass uns nachschauen. Ja, oder wir hängen einfach Filchs Katze, Mrs. Noyes, einfach an die Decke auf. Nicht? Okay. In Zonkos einkaufen. Wusste ich doch mit der Zeitaufgabe. Mein Unterricht ist noch nicht vorbei, aber danach können wir uns nach einem Scherzartikel umsehen, um Filch an Schrecken einzujagen. Das ist doch sehr cool. Dafür brauchen wir... Tongs Level 2 brauchen wir. Und hier haben wir das. Und dann würde ich sagen, haben wir vielleicht noch ein bisschen Zeit, 16 Minuten. Ja, weil dann würde ich sagen... wir haben Newt Scamander gezogen. Hallo. Das ist ja mal, was steht denn da hinten drauf? Ein berühmter Magiezoologe und der Autor von Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Sehr, 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 sehr cool. Weil dann würde ich einmal liebend gern einmal Tongs aufleveln. Und genau, mit Hackney. Wir müssen Koboldstein spielen. Genau. Dann leveln wir zuerst Tongs auf und genau, wenn wir das haben. Können wir noch, warten mal, wir müssen ja noch Hagrid aufleveln. Wie kriegen wir denn Hagrid aufgelevelt? Hallo Dorothy, wie viel weißt du eigentlich über magische Tarnung? Stört es dich, wenn ich beim Spielen dich abfrage? Welcher Zauber kann einen unsichtbar machen? Der Desillusionierungszauber. Boah, konnte ich einfach so aussprechen. Boah, wir sind ja viel besser als die. Du spielst bis jetzt gerade hervorragend, Dorothy. Du scheinst sehr viel über Ablenkmanöver zu wissen. Nur genug davon, um meine Spielweise beim Koboldstein zu verbessern. Frag mich weiter ab. Wie kann man Erinnerungen ändern? Mit Veritaserum, mit Obliviate, mit Confundo. Nee, Obliviate löscht es ja eigentlich nur. Und Veritaserum... ändern. Ich glaube, Obliviate, oder? Ja, genau, weil bei Veritaserum sagt man ja nur die Wahrheit. Genau, und bei Obliviate löscht man es. Also eine Veränderung. Genau. Toll gemacht, Dorothy. Wenn das überhaupt dein richtiger Name ist. Du bist ein solcher Meister der Tarnung, dass ich nicht mal sicher sein kann, mit wem ich gespielt habe. Ja, bekomme ich eine Auflevelung? Nee, nur 25 Punkte haben wir bekommen. Dann müssen wir leider nochmal hier mit Tongs essen. Mit einem Freund essen. Genau. So. Dann müssen wir nochmal mit Tongs essen. So. Wenn du so auf den Schwierigkeiten gerätst wie ich, weißt du eine Menge über Filch. Schauen wir mal, was du über ihn weißt. Okay, es geht um Filch. Was ist Filchs Titel? Squib. Oh. Hä, aber der ist doch ein Squib. Wie heißt Filchs Katze? Mrs. Norris. Natürlich, das ist easy. Ich weiß gar nicht, wie gut sie ist. +10 und +8. Okay.
Okay, gut. Und was bewahrt er in seinem Büro auf? Fesseln, Feuerwerk, Grindellos. Fesseln, glaube ich, oder? Ja, Feuerwerk auch, aber Grindellos doch nicht. Okay, das haben wir auch geschafft. Wir sind dann Filch-Experte, sehr cool. Und jetzt bitte aufleveln. Aha, immer noch nicht. Na gut, auf jeden Fall würde ich sagen, das war's auf jeden Fall mit der heutigen Folge. Lasst auf jeden Fall gerne liken, aber da würde mich sehr darüber freuen. Und ja, schaut gerne auf meinem Twitch-Account vorbei. Da werde ich meistens streame ich Samstag und Sonntag, aber diese Woche ist es ach nee, Samstag streame ich auch, aber alleine. Ah, ja, egal. Vergiss es einfach, Samstag und Sonntag streamen, manchmal Freitag. Genau. Das war auf jeden Fall, nee, habe ich schon gesagt, ne? Egal. Ciao, mit V.